So, how do you like working with Frumpy? I love it. You love it? I love it. I came all the way from California to work with Frumpy. Really? Wow. Are you going to be on the whole tour? I mean, I'll be until Sunday. Oh, that's good. And then I go back home to California. Oh, lucky you. I know. It's showtime. Let's do it. It's time to boogie. It's showtime. It's time to boogie, boogie, boogie. Come on, guys. I want to see everybody shaking a leg, you know? Especially you, Carsten. While playing the drums. Ein bisschen Keyboard hier rein, bitte. Life is a wonder for those who comprehend. Souls live in freedom like water on something. The whole wide world is living. We know where we belong. When all the rivers are flowing, we can sing a song. My baby loves me for inner truths and faith. And I love my baby, together we can raise. For those who understand, we live in freedom, our souls will be our men. The whole wide world is living, knowing and above. When all the trees are growing, we can sing. Yeah.
How the Gypsy Was Born war mein erstes Lied, was ich jemals gehört habe. Von denen? Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und außerdem hat Inga Rumpf schöne Beine. Ja, ich kenne Trumpy von früher gar nicht, nur vom Namen her. Aber ich finde Inga Rumpf gut und das Comeback, also hat mir sehr gut gefallen bisher. Wir schalten um zur Werbung. Ich habe Trumpy vor 18,5 Jahren gesehen, zuletzt beim Abschiedskonzert in der Fabrik. Wurde mein Sohn geboren, deshalb weiß ich das noch genau. Und aus diesem Grunde gehe ich heute nochmal hin. Wissen Sie, ich komme aus der ehemaligen DDR und ich habe mich hier der Schlange angestellt und hier muss es was Gutes geben. Wie bitte? Weil ich auf Inga Rumpf stehe. Hören, sehen und hören. Ja, ich habe die Gruppe schon ein paar Mal gesehen, ich finde die echt geil. Ich habe die auch früher schon gesehen, als Inga Rumpf wieder früher und dann noch hier in Hamburg war. Und bin eingefleischter Fan, könnte man sagen. Weil ich Inga Rumpf kenne und weil ich Inga Rumpf einmal live gesehen habe und weil ich das super fand. Und jetzt will ich mir Frumpy reinziehen, weil ich die noch nicht kenne, aber Gutes von denen gehört habe. Frumpy ist echt gut, Mann. All die Hamburger Szene, muss man sich reinziehen, oder nicht? Ja, wir haben festgestellt, wenn heute Abend es einen Anschlag geben würde auf diesen Laden, wäre die Hamburger Szene komplett ausradiert. Das würde sozusagen die Chance für einen neuen Anfang für alle Beteiligten geben. Inga Rumpf, Frumpy, der Schlagzeuger, Spitze. Inga Rumpf hat mich die ganze Zeit begleitet, also muss sie heute aussehen. Wollen wir sehen, was die gute Inga noch drauf hat. Ja, nun Inga ist nun mein kleiner Liebling. Weil ich die Inga Rumpf sehr gerne mag. Von früher oder neu? Neu. Ja, Mutti ist los mit Taxi und der Taxifahrer fragt, wo sie hin will. Ja. Echt? Sagt er? Kann ich sagen. Ich sage, wenn die Tochter singt, da will ich hin. Alte Bekannte. Die Entscheidung war schnell getroffen. Nun, das ist wirklich toll. Wer die Gruppe vor 19 Jahren erlebt hat, wird dieses Konzert nicht verpassen wollen. Gut, also alle, die noch leben, die noch unter uns weilen, herzlich willkommen. Total mir Lüge. Ja? Ja gut, dann... Das hast du gerade erzählt. 1 minute. What can we do in 1 minute? Es geht los. Okay, let's go. Baby.
Hamburg auf der Reeperbahn. Top 10 Starclub gegenüber. All the good old people. Yeah!
ready to take, try a dance tonight. Wir versuchen ein Tänzchen heute Nacht. Gestern hat er mich so irritiert und mir so tief in die Augen geguckt. Habe ich den Text vergessen.
We'll be right back.
bis jetzt. Aber Inga ist und bleibt ein junges Talent. Ist es, und ne? Das, ja, klar, das können wir auch enorm abgehen. Also ich habe zwar nur zwei Daumen, aber es drückt die ganz besonders kräftig. Ich habe meine Erwartungen übertroffen sogar. Ja? Weil ich nur die ich kenne nur die Platten bisher, ich habe sie live noch nie gesehen. Und live war überzeugend einfach. Super. What do you say to the concert? Love it? What concert? What yes, concert? This, you, I mean, what? You, weren't you the one that played the bass? Me? No. Oh, yeah. No, that was my dad. Oh, okay, come on. Super Konzert. Wirklich, alle Achtung. Hat mich völlig umgehauen. Also yeah. Das ist unglaublich. Also mit einfach die Leute anzugucken und die Gesichter, da wird man, hält man bloß nicht ab. Und das ist einfach ein Gefühl, das ich eigentlich für mich... That's what I need. All I can say is Inga Rumpf. Wow. I mean, she stood up there for 2 hours singing her ass off. Als Kind praktisch damit aufgewachsen, immer gedacht, Inga Rumpf, oh, und jetzt, 20 Jahre später, wunderschöne Frau, tolle Musik, tolle Stimmung, fantastisch. I thought it was great. I mean, seriously, no. You want your soul, man? Oh, yes, it do.